Hallo zusammen, hier ist euer Mike. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ihr seht, worum es heute geht. Ich möchte aber erst, bevor ich das Video starte und beginne, möchte ich euch erstmal wunderschön frohe Ostern wünschen. Ich hoffe, ihr habt hier alle eure Ostereier gefunden habt. Ich habe mein Osterei heute Morgen auf meinem Küchentisch gesehen. Meine Frau hat mir ein wunderbares Geschenk gegeben, ein riesengroßes Schokoladenei. Wir kennen das so von früher, die Kindheit, die wunderschönen Schokoladeneier, die wir von Mutti oder Großmutter immer kleines Kleingeld bekommen haben. Wir sind am Bütchen gerannt und haben uns diese Eier geholt. Heute habe ich ein ganz großes Ei bekommen. Ja, es ist schon total aufgegessen. Die Schokolade bleibt nie lange liegen. Die ist direkt im Magen und sie schmeckt wunderbar. Ich habe hier, das ist ganz wie ganz große Ei. Wäre cool, wenn das gelb wäre. Dann könnte man ein Minions bauen. So, was habe ich hier drin gehabt? Das zeige ich euch. Es hat jetzt mit dem hier oben nichts zu tun. Das ist aber heute das Video, was das Startvideo heute. Ich habe hier so ein Hulk-Auto gekriegt. War drin. Ein Hulk-Auto, ja, es gibt von Avengers, Marvel, ne? Solche Fahrzeuge. Ja, Fahrzeuge, die so aussehen wie unsere Superhelden. Er ist jetzt der Hulk. So sieht Hulk aus. Dann gibt es einmal Iron Man, Captain America und einmal Thor. Also, ne? Wenn ihr euch wundert, okay, was ist das? Finde ich cool. Ideal für unsere Fans, Sammler oder Kinder. Alle freuen sich. Also das war jetzt mein Ostergeschenk. So, jetzt das gibt es heute ein Hauptthema, ein Zusatzthema. Es wird heute klein. Kleines Thema, große Höhe. Ich habe überlegt nochmal, ich wurde auch deswegen angesprochen, so einmal nur ein Thema machen zum Thema Blaster. Ich habe ja vor einiger Zeit Blaster hochgeladen, Videos, eingebauten Blaster, also Film, ein bisschen Deko, und habe die wieder gelöscht, weil zu einem bestimmten Thema oder Kommentar, ne, zu den Richtlinien. Ich weiß ja nicht, ob es bei Cosplay, Kostümen irgendwelche Gesetze gibt zum Thema Blaster, also Deko-Waffen, die aussehen wie irgendwelche, sage ich jetzt mal, Pistolen, die einfach nur Spielzeug sind oder Deko-Sachen, ob es da Richtlinien gibt. Ich werde mal gucken, mich mal informieren. Bevor ich das nicht weiß, werde ich auch nicht zeigen. Aber ich wurde deswegen angeschrieben, Firma. Du hattest da schon mal Blaster gezeigt, die klein waren. Und heute gibt es ein ganz, ganz besonders kleines Thema, weil ich zeige noch einmal meinen sogenannten Mini-Blaster hier, die hier liegen. Das sind sogenannte kleine Mini-Blaster. Wenn man an Figuren bauen oder basteln möchte, muss man ja auch bestimmte Sachen dazu haben. Ist nichts Gefährliches, einfach nur kleine Dekoteile für ein Glasvitrine reinzustellen, neben eine Figur. Und die will ich heute euch noch einmal zeigen. Und viel Spaß bei dem Zeigvideo. Worum es heute geht, seht ihr einfach normalerweise, es gibt also kleine Mini-Blaster hier. Die sind alle aus Edelstahl verarbeitet und teils Aluminium, aber keine Funktion, passen zu diese Lichtschwerter. Es fing alles an mit den kleinen Mini-Blaster aus der Filmreihe Der Aufstieg Skywalkers. Wir kennen alle den Film. Da waren diese Sith Troopers und die haben natürlich diesen wunderbaren Blaster gehabt, der rot-schwarz lackiert ist. Und den habe ich nachgebaut für mich. Ihr seht aber alles mit den Schrauben verschraubt, damit alles passt. Ich hatte keinen besonderen Kleber für Metall. Das ist alles mit Sekundenkleber festgeklebt. Und ja. Einziger Fehler, was ich gemacht habe, ich habe schwarzen, matten Revell-Lack genommen. Das war ein Fehler. Ich hätte lieber normalen Sprühlack nehmen müssen. Aber so sieht das gute Stück aus. Sieht ein bisschen orange aus, aber ist es rot. So, das war der allererste Blaster, den ich gebaut habe. Super! Jetzt geht es um diese zwei Blaster. E11 Blaster und SE14R Blaster. Wir kennen alle diesen Blaster, ob es jetzt bei Rogue One ist, ob es bei, ich glaube, Han Solo ist oder ob es der Mandalorian ist.
Der spielt überall mit. Das ist die Hauptwaffe vom imperialen Kämpfern. SR14, SE14R, mein Gott, also die haben manchmal Namen, da wirst du ganz ehrlich durcheinander. Hat einen kurzen Lauf hier, wie man kennt, oben langes Visier. Es gibt die auch mit noch hier ein Visier an der Seite noch dran. Gibt es auch, die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Lando hat den, glaube ich, auch in Chrom. Das ist einmal den, auch mit Edelstahl verarbeitet. Alles Rest mit Aluminium. Das ist hier nur mit Sekundenkleber festgeklebt. Ja gut, passt identisch ab. Ich meine, er ist ein bisschen zu groß geworden als Mini-Blaster. Natürlich kommt das Hauptstück hier, DE-11 Blaster. Unser alter, guter Blaster aus den ersten Star Wars-Filmen überhaupt. Mit wunderschönen Schulterstütze, die ich aus Aluminium gefertigt habe. So richtig schön geformt mit Hammer. Visier oben schön drauf gemacht, mit einem wunderschönen Kabel dran gemacht. Ja, gut, ich weiß, der Visier ist. Es sieht nicht fast genau aus wie das Original. Boltöffnung. Aber ich finde, man sieht, welcher Blaster es ist. Und ich finde, er ist trotzdem ganz gut geworden. Ich hätte nur dieses Visier oben ein bisschen anders machen müssen. Weil da fehlen noch ein paar Details, aber gut, kann man mal noch ändern. Jetzt kommt die Sahnestütte oben drauf, der lasse ich liegen, den kann man auch damit kombinieren. Den sogenannten E11D Blaster von Rogue One. Auch mit Taschenlampe, die funktioniert. Mit wunderbarer Schulterstütze, auch die ausklappbar ist, aus Aluminium. Body ist aus Edelstahl, Griff ist aus Aluminium. Ein wunderschönes Teil. Ideal für jede Rogue One-Fans oder Black Hole Stupa-Fans. Auch von der Seite mal gezeigt. Ihr seht schon ein bisschen rostig innen drin. Ihr seht, das ist Stahl, also das ist ein richtiges hochwertiges Material. Und dann noch, natürlich noch, ihr seht hier, was ich hier habe, einen ganz dünnen Metalldraht dran befestigt. Ja, seht ihr das? Ein bisschen rote Element draufgeklebt. Visier draufgeklebt. Ja. Ein ganz schönes Teil. Dazu auch meine Mini-Schnittschwerter. Der Aufstieg Skywalkers von Rey. Das Standardschwert, was wir alle kennen. Also vorher, nachher. Und Darth Vader Schwert. So, da wird es noch kleiner. So ein Zusatzthema. Zum Thema klein habe ich noch gar nicht gezeigt. Meine kleinen Raumschiffe von der Black Serie. Aus Metall auch. T-Fighter aus den alten Filmen. Man kennt. Mit so einem Halterungsständer. Man kann ja aufmachen. Ein X-Wing. Auch aufklappbar. Auch aus Metall. Sehr schön verarbeitet. Pose X-Fügler, den ich eigentlich immer geil fand. Leider ist der in Episode 8 zerstört worden. Die Falke dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Ist sehr schwer. Dann habe ich von Episode 8 dieses der Kampfjet. Ne? Also ich komme jetzt den Namen jetzt nicht. Shuttle von Kylo, der Kampfjet, das Kampfraumschiff. Kommt leider nicht auf den Namen nicht. Ist aber so ein Spiel mit Karten. Das kennt ihr vielleicht, ist aber aus Plastik. Ist auch ein cooles Teil. Sehr schön Details nachgemacht. Und Kylos Shuttle. Das richtige Shuttle zum Aufklappen. Das ist ein geiles Teil, ist das. Das ist richtig geil gemacht, ist das. Ich muss mal die wegtun.
Das ist ein richtiges cooles Teil. Ist auch für diesen Kartenspiel, ich weiß nicht, jetzt halt, ihr wisst, was ich meine, da gibt es irgendwo ein Spiel, da gibt es auch diese Orange, für diesen Schweine teuer sind die. Die sind von Hot Wheels hier, so ganz kleine Tüten, waren das Hot Wheels? Auf jeden Fall konnte man so kleine Tüten kriegen, da waren diese kleinen Dinger drin und die passten ideal hier zu dieses Raumschiff. Ein cooles Bild, ne? Einfach nur geil. Ist ein Muss für jeden Star Wars Fan. Und zum Abschluss zum Thema Kugo. Das Darksaber Schwert in Griff. Habe ich auch mal angefertigt. Vom Moff Gideon, wie man es kennt aus der Serie The Mandalorian. Ist ein sehr geiles Stück geworden. So, und dann werde ich das Video beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch dieses Ostervideo gefallen haben sollte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, einen Daumen hoch lässt. Ansonsten, wenn ihr möchtet, Kommentare reinschreiben, Fragen etc., wenn ihr das möchtet, aber sachliche Kommentare. Dann ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Thema, Projekte, Bauprojekte auf meinem Kanal, immer am Start. Euer Mike und dann nochmal schöne Ostertage. Bis dann, ciao.